glaube ich, macht gleich Begrüßung, oder? Willst du nicht, dass wir beide synchronisieren? 5, 4, 3, 2, 1. Na, fertig. Jo, Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und es ist mal wieder Zeit für ein Ründchen Scorpio Battle. Heute mein Aufnahmepartner Shenya. Hi Shenya! Hallo, meine Kleine! Ey, du warst ja auch schon lange nicht mehr am Start, ne? Ja, Bruder. Wir zwei haben uns heute gedacht, wir machen ein Versus Squad Builder Battle. Ich verwende Carlos, dadurch, dass ich halt ein Top 100 E-Sportler bin, habe ich mir gedacht, okay, den Innenverteidiger spiele ich als Stürmer. Ja. Top 100. Hat er nicht gesagt. Ja, auf jeden Fall. Usbekistan oder wo? Ja, genau. Auf jeden Fall nehme ich Carlos. Sieht sehr, sehr geil aus. Der kleine Bruder auf jeden Fall von Militao, kann man sagen. Sehr, sehr stabile Karte. Den müsst ihr unbedingt machen. Und Yannick Bolassi, Alter. Hä? Da gibt's Zeiten. Da muss ich immer an der Nähe denken, wenn ich Bolassi sehe. Ja? Ja. Ist geil, der Typ, ne? Ja, schon gut. Kranke Modell. Werte. Der hat sehr gute Werte. Sehr gute. Ist echt so. Wenn es euch freut, dass Shenya wieder zurück auf meinem Kanal ist, zeigt mir das gerne mit einem Däumchen nach oben. Und ich würde mal meinen, wir machen heute nicht so viele Faxen, ne? Okay, haltest du schon ein, bra? Ja, bra. Okay, bra. Der rechte Stürmer wird werden. Hast du einen Brasilianer? Nö. Lucas Moura. Oh, okay. Jetzt, deswegen habe ich noch ein bisschen länger gebraucht, Bruder. Ich habe noch eine SBC fertig gemacht. Och, Mann. Guedes, ja. Ich hab schon richtig gedacht, dass du in die Liga gehst, aber im Sturm. Ich dachte, du hast Iñaki Williams abgeschlossen, SBC. Ich habe Iñaki Williams und Neres von Ajax. Ah, stabil. Stabile Karte. Ja. Dann halte ich mal rein. Ich war mir echt nicht sicher. Hast du Liga gewechselt? Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Okay, pass auf. Ich habe die Spieler noch nicht gekauft, weil ich schnell es bauen musste, ne, zu meiner Verteidigung. und zwar, ich habe eine Icon im Sturm. Eine Icon. Laudrup. Okay, hast du ihn gezogen zufällig? Nein, nein. Und rechts daneben. Und der heißt Chido Immobile. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Dankeschön. Ich habe Suarez und Jesus aufgeschrieben. Na komm, nächste Posis. Ja. Bist du ready? Ja, mal gucken, ob wir das Tier befreien können. Linker ZM, das ist ein YouTuber. Grüße gehen raus an The Maxi. Der RZM. Scheiße, ich bin so dumm. Ey, Leute, es tut mir richtig, richtig leid, ne? Ey, der Bruder hat ja Stats wie ein ZM. Und jeder E-Sportler und ich selbst spiele den statt MS auf ZM. Es ist für mich nur Scream. Ah, tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Ach, was heißt Leute? Es tut mir leid, Bruder. Ach, das ist mies. Aber darf ich cheaten? Und Mares 86. Und Mares 86. Okay. Ich habe aufgeschrieben Free Willy. Ich dachte, du machst William rein, rechts. Dann habe ich Modric und Sissoko aufgeschrieben. Oh, ich dachte jetzt, dass du was sagen wirst. Okay, sorry wegen Firmino. Tut mir echt leid. Ja, kein Problem, kein Problem. Ja, jetzt bin ich dran. Ich halte rein, ja. Wir fangen mal links an. Könntest du den haben, weil ich brauche auf jeden Fall einen Link. Das ist einmal Bruno Fernandes. Da ist schon mal ein Torhüter. Okay, dann brauche ich den nicht aufstellen. Alles klar. Rechts daneben. Könntest du bestimmt auch haben. Keine Ahnung, warum. Warte, darf ich sagen? Ja. Barella. Nein. Okay. Luis Alberto in Form. Okay. Hast du den? Nein, den habe ich leider nicht. Okay, und rechts habe ich... Willst du mir sagen, wen ich habe? Nein, zeig du mir. Okay, Luzano. Okay, weg mit Luzano. Och man, ey, ich wollte zuerst Politano nehmen. Den habe ich sogar durchgestrichen. Ehrlich? Also Luzano weg, ja? Ja. Ja, sieht natürlich geil aus. Das sieht brosig aus, ne? Ja, toll. Ja, feier ich, Bruder. Okay. Okay. Bis gleich. Tschüss. So, Leute, Außenverteidiger. Und Leute, ich hab's voll vergessen. Ganz oben in der Videobeschreibung ist natürlich das Video von oder bei Shenya. Ebenfalls ein Squadbeater Battle versus, oder wie ich das nennen soll. Würde mich natürlich auch freuen, falls ich das im Intro nicht erwähnt habe. Lasst gerne ein Däumchen nach oben. Danke euch dafür. Und ja, ich halte mal rein. Okay, ich habe da so eine außergewöhnliche Positionskarte, der eigentlich rechter Flügel ist. Ja. Quadrado. Okay. Oh, der freut sich, das gibt's doch nicht. Und dann links habe ich, das ist auch obvious, das ist einmal Boria.
Oh Gott. Ich dachte, Masuaku gehst du links. Okay. Aber ich habe in meinen letzten zwei SBBs Quadrado verwendet. Das bedeutet? Ich habe Quadrado aufgeschrieben, mein Freund. Och, Mann. Ich glaube, das lohnt sich gar nicht zu spielen. Bruder, du hast eine Icon am Start, ja? Und Bolassi, das lohnt sich zu spielen. Du Arsch. Ja, nee. Alles klar. Linksverteidiger. Ja. Habe ich den guten mich für Gaia entschieden. Hoffentlich hast du den nicht. Rechtsverteidiger. Ja, du könntest auswählen Walker, Cancelo. Hoffentlich hast du aber nicht an Atal Futmes gedacht. Ja, ich möchte ein Torwart sehen. Das war mein erster Gedanke. Allein wegen Mahrez, wegen der Nation. Mann, ich dachte, du denkst safe an Cancelo und Walker. Nein, ich hab meinen Torhüter. Ich will keinen Torhüter. Ja, wenigstens einmal erfolgreich beim Schuss hier, ey. Und ich dachte, du landest... Schuss in den Ofen! Und ich halt mal rein und mal gucken, ob ich richtig gedacht habe oder nicht. Ich habe den Spieler, den ich eigentlich wollte, in Klammern gesetzt. Der linke Innenverteidiger. Ist das ein Brasilianer? Ja. Kommt er aus der La Liga? Ja. Heißt er Eder Militao? Nee, Paulista. Ha! Militao, Road to the Final Card. Sauber. Dann, rechter Innenverteidiger. Aha. Ist ebenfalls ein Brasilianer. Mhm. Ist der rechte Innenverteidiger bei dir auch Brasilianer? Ja. Beginnt er mit M? Nein. Mit T? Nein. Shit, dann hast du den. Pablo? Nein. der Torhüter. Ja. Kann das sein? Dass du dich für Neto entschieden hast. Kann möglich sein, ich weiß es nicht. Ich habe mich für Kostil entschieden. Okay, hast du sehr gut gemacht. Ich habe, aber allerdings, ein Spieler habe ich. Pablo. Mm-mm. Du hast Militao? Ja. Echt jetzt? Ich habe Eder aufgeschrieben, / in Klammern Paulista, den ich gedacht habe. Aber Eder habe ich aufgeschrieben. Das ist ein Cheat, Alter. Du glaubst jetzt, dass du dich 50-50 entscheiden kannst, ne? Nein, ich schwör's. Okay, dann entscheide ich mich jetzt auch 50-50 um. Okay. Du nimmst Eder Militao, dann nehme ich Paulista. So nicht anders. Ich habe nur in Klammern geschrieben, hallo. Sag mal, das ist nur, Prank. Jetzt mal ehrlich. Ja. Jetzt mal ehrlich, prankst du mich jetzt? Nein, ich schwör's, ich habe Eder. Ich habe Eder aufgeschrieben. Ich habe Eder in Klammern Paulista, weil ich wusste, Paulista war mein erster Gedanke und Eder, dass du den nimmst. So, dann rechts habe ich Thiago Silva aufgeschrieben und im Tor Neto, wie du es gesagt hast. Also nicht Brutto, sondern wirklich Neto. Ja, wirklich Neto, ja. Okay. Und du prankst mich jetzt nicht, das ist ehrlich. Nein, ohne Witz nicht. Nein. Ich habe wirklich Eder. Okay, was? Mann, zwei Bronze. Ey, das wäre so eine geile Karte gewesen. Ja. Ich halte rein, aber mein Lieber. Und oh mein Gott, ich hatte gar nicht mal so viel Möglichkeit, ne? Und deswegen bin ich gespannt, was du gemacht hast. Okay. Rechts muss ich Serie A gehen? Ja. Ja. Und da gibt's natürlich so kranke Verteidiger. Ich habe mich aber für einen großen schwarzen Mann entschieden. Ja. Nennt sich Koulibaly. Welche Version? Die allerhöchste. Okay, der hat ihn jetzt. Na, ich frag nur für einen Freund. Ah, okay. Dann habe ich im Tor Cassirenes oder wie der auch heißt. Ja. Ich glaube, du hast meine komplette Innenverteidigung weggesniped, hundertprozentig. Ja. Und links habe ich... Sag mir nur den Endbuchstaben von links Innenverteidiger. Ein U. Mathieu? Ja. Dann kannst du beide Innenverteidiger weg. Ja, was soll ich machen? Also, du kannst mir jetzt ein Icon wegsnacken. Und Bolassi. Ach, Mann. Oh, ich bin so ein Depp. Ich hätte dann machen können, was ich wollte, theoretischerweise. Ich muss sagen, du bist ein Depp. Oh Gott, jetzt habe ich reingedeppt. Oh Gott, oh, oh Gott. Oh Gott, schnell weiter. Schnell, so schalt um, Junge, schalt um. Ich glaube, wir gehen ins Spiel. Okay. Bruder, ich habe jetzt wirklich gedeppt. Ist mit dir verkehrt. Carlos ist zwei Discards, oder? Was? Was? Haben wir das nicht ausgemacht? Nein. Schön, Magia, leck mich. Oh, das ist jetzt gemein gewesen, Bruder. Oh, halt den auf! Oh, oh mein Gott! Oh Gott! Oh, wie das schön. Das war schön, Bruder. Danke. Och, oh, nee. Carlos! Carlos, der Innenverteidiger, Bruder!
Das war erbärmlich. Schlecht gestellt. Oh Gott! Oh Gott, Carlos, Alter! Ich glaube, den stelle ich auch in meinem Main-Team auf. Ja. Hast du diesen Laufweg gesehen? Ja, der war gut. Der ach, war Mann. Maschine. Smexy hat Vorlage gemacht. Ja. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Wie kannst du das machen? Oh, der war gut. Boah, Bruder, der war aber auch gut, muss ich schon zugeben. Nein! Oh, Torwart! Hast du Torwart? Hast du gesehen? Der war stark, stark geholt, ey. Puh. Oh mein Gott. Oh, dieser Margaroni, Junge. Der hat Speine wie keine Ahnung was. Wie Lena Gerke. Nein! Lass den Torwart auch ein bisschen eine Chance. Wow! Oh oh. Nein, nein. Geh weg. Oh! Was? Ja! Was? Wie geht das? Oh, der hat nicht den Bein am Boden. Oh, nein. Oh, ist eine gefälschte Russenhocke. Ja. Du hast sicher Trainingskarten gegeben. Irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie geprankt. So, keine Ahnung. Deine Spieler kommen mir viel zu gut vor. Eder Militao ist plötzlich weg. Irgendwie, ich weiß nichts. Nein, das war ein Fehler. Ich wusste es. Oh, oh, oh. Oh ja. Wie kriegt er den noch? Oh Gott! Meterspiel. Och nee. Ja. Verstehe. Siehst du, ich hab's gesagt, ab der 60. Stimmt. Minute. Stimmt, ich habe auch gerade auf die Uhr geguckt. Bernie immer schön sicher ausspielen, das ist wichtig. Bernie ist krass drauf schon wieder. Was war das? Wow! Bulasi, Junge, stark! Wow! Ey, der war mega. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. So. Bisschen. Nein, warum? Wo ist das? Was? Immobilie. 3-3. Nice, Junge, nice. Ja, weniger Ausdauer, mein Freund. Ich glaube, wir spielen die Verlängerung. Nein, ich mache dann in der 90. Eigentor. Jawoll, Vera, stark. Wupp. Oh. Bernie, stark. Och nee. Ja! Bobby! Das tut weh. Komm, pfeif ab. Komm, für uns letzte Chance. Och, nee. Ach man, das ist so kacke jetzt. Carlos! Na komm, das ist sowas von ekelhaft. Typisch 90. Minute, Bruder. Das ist wieder sowas von... asozial. Gescriptet. Ne? Und das war gescriptet auch, ne? Guck mal, im Mittelfeld schieße ich den Ball weg und was macht er? Er passt. Gescriptet, wie die Hölle war das jetzt. Oh mein Gott. Carlos hat 48 Schuss, by the way, habe ich ihm einen Hock gegeben. Trotzdem, ja, GG, GG, mein Lieber. GG. Alter, sehr, sehr stark. Trotz allem, du hast es so krass geschlagen, ey. Krass auf jeden Fall. Oh Mann, ich habe so Angst um Bulasi. Bitte, trifft die Icon, aber nicht Bulasi. So, Leute. Also ich muss echt sagen, Shenya hat echt krank gespielt. Ohne Witz. 4-4-2 hast du? Ja. Okay. Ich entscheide mich für... Ich glaube, du hast es stehen lassen. LM und ST. Und... Welchen ST? Den linken. Soll ich dir noch etwas sagen? Ja. Mir hat das letzte Woche mit Max so Spaß gemacht, dass ich einfach bei dir weitergemacht habe. Nein. Doch! Wie hast du das geschafft? Sagen wir jetzt erstmal, wer wären die Discards gewesen? Die Discards ist Immobile und Boya. Ah, okay. Wo steht Bulasi und die Icon? Bulasi steht RV und Icon, rechter Innenverteidiger. Ich habe einfach...
Auf Swipeboards habe ich mit meiner Community gesprochen. Ich habe geschrieben 500 Likes, Fragezeichen. Und ich habe meine Community gefragt, oder beziehungsweise ich habe meine unsere Community habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich morgen zum Friseur gehe, habe ich aufs Whiteboard geschrieben. Ich wollte schon mit dem Sturm beginnen, aber da war das mit der Icon, das hätte niemand erraten können. Achso, habe ich authentisch gemacht? Boah. Wie hast du keine Spiele aufgeschrieben? Ich habe einfach gesagt, ja, den und den habe ich. Aber ich habe nie Spiele aufgeschrieben. Ach du Penner, Alter. Deswegen hast du 5 Bronzespieler gehabt. Als du gesagt hast, du wolltest Politano, da habe ich ja gesagt so... den habe ich durchgestrichen. Ja, den habe ich durchgestrichen. Der stand nicht mal auf dem Whiteboard. Alter, das gibt's doch nicht, ne? Also hast du echt gut gemacht. Ich denke mir so, das gibt's doch nicht. Da dachte ich mir, naja gut, weil für mich war es Obverse. Und dachte ich mir, gut, vielleicht ist es Obverse. Ich weiß es ich nicht. Ich habe nichts aufgeschrieben. Ich habe mir einfach gedacht, es hat mit Max letzte Woche so Spaß gemacht. Und ich habe mir gedacht, okay, ich muss das nochmal machen. Und ich glaube, wir haben schon so viele Videos zusammen aufgenommen. Alter. Und wir haben uns noch nie geprankt. Noch nie. Ja, das stimmt. Das erste Mal, dass Shenya Pato ein Video machen und ich ihn geprankt habe. Es ist nicht aber wahr. Bruder, eines ist gut, du das musst nicht diskarden. Ui. Und trotz allem, trotzdem, du hast mega krank stark gespielt. Danke, danke. Alter, ich dachte, meine Frau steht schon irgendwie dahinter, weil ich dachte mir so, hä? Das gibt's doch nicht, dass meine Frau mit dir wieder zusammengeschlossen, man weiß es nicht. Und was das Lustigste ist? Ja? Ich sag die ganze Zeit, beim Militao zum Beispiel, prankst du mich? Ja, ich denke mir so. Ich musste die ganze Zeit so lachen. Und auch in-game habe ich gesagt, ne? Du willst mich doch pranken. Ja, und innerlich habe ich mich doch gelacht. Gar nicht so aufgefallen, dachte ich mir, naja gut, vielleicht habe ich wirklich so obvious gebaut. Nein, du hast eh richtig gut gebaut. Fernandes und Mathieu, das sind die einzigen gewesen, die ich gehabt hätte. Ja, okay. Ja, GG zum Prank. Also Leute, wenn euch der Prank gefallen hat, beziehungsweise wenn das authentisch rüber kann, schreibt es unbedingt in die Kommentare und gebt dem Video gerne ein Däumchen nach oben. Und jetzt, erster Link oben in der Videobeschreibung, da geht's zum Rückspiel. Shenya hat das letzte Wort. Ciao Leute! Rache ist süß, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und abonnieren, liken nicht vergessen. Tschüss!